Ein Tante-Emma-Laden erfindet sich neu. Ein Mann trotzt mit Delikatessen aus ganz Europa der großen Konkurrenz. Es war sicherlich nicht leicht, aber wir sind noch da und da sind wir unheimlich stolz drauf. Es ist 7 Uhr morgens im münsterländischen Schöppingen. Richard Hölschers Arbeitstag beginnt früh wie immer. Bis Mitternacht wird der Delikatessenhändler heute zu tun haben. Und wir begleiten ihn auf seiner Mission für den guten Geschmack. Auf den ersten Blick sieht's gar nicht nach Delikatessentempel aus. Aber wenn man genauer hinschaut, ganz schön edel, was hier so steht. Und liegt und duftet. Dieser Käse ist lange gereift. Boah. Da merkt man noch 2,5 Jahre, ist doch schön Nummer. Das ist ein Original Parmesan Reggiano, der auch vom Konsortium freigegeben ist. Man sieht es ja auch mit diesen Stempeln, die da drin sind. Ja, man sieht das jetzt auch schon, wie der Käse aufgebaut ist. Also wenn man jetzt mal einen normalen Grana Padano dagegen hält, kann ich euch mal zeigen. Die Fläche glatt. So, und das ist halt der Unterschied zwischen gereiften Parmesan und den einfachen Parmesan. Und das schmeckt man auch. Ne? Das schmeckt fantastisch. Ne? Also, vor 5 Jahren hätte ich mir nicht getraut, so Laibe ganz zu kaufen. Ne? Mittlerweile ist es normal. Kauft man nicht so ein Laib hat 42 Kilo. Ne? Das ist ja schon eine Nummer. Ne? Doch so zeitig gibt es für edlen Käse noch kein Publikum. Die Frühkundschaft mag's deftig. Und Philipp, was willst du drauf haben? Ja, mach's mal auf das Baguette Schinkenwurst und auf das andere Oldenburger mit. Habt ihr einen langen Tag oder geht? Kommt doch mal an, wie gut das klappt. Ja, Top-Team mit hier. Bei anderen Bäckern kriegt man manchmal nur auch dünn belegt. Ja. Und wenn dann fragen sie, ob man noch extra zahlen will. Ja. Eins, braucht man hier nicht nachfragen, da wird schon passend belegt. Der morgendliche Brötchenservice ist für Richard Hölscher ein wichtiges Standbein. Monteure, Vertreter, Landwirte, die meisten kennt er schon seit Jahren. Und wo ist Sam? Ein paar Abels? Okay. Ja, wenn das so. Also, wir habt hier den Elster. Ja. Dann habt ihr hier den Topaz und die Pink Lady. Den Elster. Und wo voll? Korb voll machen? Ja, so 15-16 Stück. Ja, gut, mag wie das. Zum Einkauf gehört für Lutz Göwert unbedingt ein Schwätzchen. Also, mit den Hölschers ausschließlich Plattdeutsch. Maria, bitte schön. Ziemlich familiär geht's zu. Dafür, dass dies die feinste Gourmet-Adresse im weiten Umkreis ist. Mit den meisten seiner Kunden duzt sich Richard Hölscher. Mit den Kunden eigentlich groß geworden. Das ist eigentlich auch schön, muss ich sagen. Weil irgendwie dann ist so eine Beziehung auch gewachsen ganz lange zwischen den Kunden und uns. Ne? Und das sind halt Leute, die kommen ja schon seit ich mich denken kann zu uns zum Einkaufen. Ne? Das ist ja so, die haben auch die ganze Entwicklung mit durchgemacht, eigentlich, wie sich der Laden entwickelt hat. Also von den klassischen Tante-Emma-Laden bis jetzt mit der Feinkost und der Weinhandlung. Ne? Und den ganzen anderen Sachen, die wir auch mit im Sortiment haben. Ne? Mutter Eugenie Hölscher hilft heute wie an jedem Tag mit. Die 72-Jährige ist die gute Seele des Ladens. Serrano-Schinken hat sie erst durch ihren Sohn kennengelernt. Gab's früher nicht bei Ihnen, ne? Früher gab's Knochenschinken. Und zwar also drei Sorten Käse. Und Schinkenwurst. Und Blutwurst. Und Spatelmark. Und nachher kamen immer mehr Sorten dazu. Und heute ist das unendlich viel. Und wie ist das so, Münsterländer Knochenschinken im Vergleich zu Serrano? Ach, der Knochenschinken schmeckt auch ganz lecker, der Münsterländer Knochenschinken. Aber heute gibt es mal Serrano-Schinken. Nee, aber der ist, also ich esse genauso gerne diesen richtigen Knochenschinken.
Eugenie Hölscher und ihr Mann Bernhard haben den Laden gegründet. Das war vor mehr als 50 Jahren. Los ging es damals auf 16 Quadratmetern in einem Zimmer des Hauses. Von Waschpulver bis Maggi-Würze gab es alles, was man zum Leben braucht. Heute geht es mehr um das, was das Leben einfach schöner macht. Pfarrer Wensing ist auf der Suche nach einem besonderen Tropfen. Und ich brauche was Weißes auch noch. Mhm. Weiß würde ich dir die Rolle empfehlen von Edus. Ja? Mhm. Kann der kommt auch aus der, genau, der kommt aus der Provence. 7,45 Euro ja, kostet der. Gut. Der kommt aus der Provence. Alles, ne? Klar. Jo. Und hat halt den Vorteil, dass er eine sehr niedrige Säure hat. Ja, gut. Gerade also davon ein und davon zwei. Okay. Und was ist deine Empfehlung da, die du da aus Italien mitgebracht hast? Die sind erst so auf dem Weg. Die Paletten sind. Ach, das steht dort drauf. Welchen denn? Da oben hoch, halb rechts. Ach, der hier. Für 13,95, meinst du den? Nee, den hier. Was steht denn hier? Neue. Ja, der ist ein Freiser, aber der ist ein bisschen so ein Wein, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, weil der leicht sprudelt. Nee, das meine ich. Das ist so eine Spezialität aus Montferrat, aus dem Piemont. Ich glaube, da willst du nicht so mehr trinken. Komm, das lass mal schön sein. Hölschers Empfehlungen vertraut der Pfarrer blind. Der kennt die Gegenden, der kennt die Winzer, der ist ja fast mit jeder Beere auf Du und Du. Also von daher kann man sich da drauf verlassen. Und genau das ist Richard Hölschers Ehrgeiz. Wissen, wo und wie seine Produkte entstehen. Dafür reist er durch ganz Europa. Ich wollte immer schon mal nach Marzano hin, um dann zu sehen, wie diese San Marzano-Tomaten wachsen. Sie verkaufen ihre Dose und ich empfehle die meinen Leuten, weil die einfach so unglaublich tolle Aromen haben. Ne? Ja. Und wenn du dann da warst, du kannst dann erzählen, hey, so sieht's da aus, ich habe das alles gesehen. Ja, die Leute identifizieren sich doch viel schneller mit so einem Produkt. Und das ist schon toll. Jetzt fahren wir zu unserem Bauern, wo wir unsere Eier wegkriegen. Ist zwar jetzt nicht Toskana, aber ist Asbeck, ist doch auch schön. Von hier kommen die leckersten Eier des ganzen Münsterlandes, sagt Richard Hölscher. Bauer Heidbrink beliefert die Familie schon seit Jahrzehnten. Nein, da sind nur 99 sind das. Habt ihr noch nicht mehr? Kommen die halt morgen? Die kommen morgen. Okay, bring mal halt morgen rüber. Ja, ja. Bevor es weitergeht, gibt's noch etwas zum Probieren. Nie würde Richard Hölscher dazu Nein sagen. Wilmer Rosen oder was? Nee, das ist mal ein Spezialapfel, so ein grüner, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Mhm. Wird auch nicht gedüngt, die Weide. Da ist auch, der Baum ist auch alt. Das kann wirklich eine Ingrid Marie sein. Ja. Ich guck da mal nach. Und sage ich, Marco, bin ja. Ich habe also ein Buch darüber bei Äpfeln. Ja, das würde mich ja sehr interessieren. Also wir wissen es nicht wie dir. Weil das sieht man, dass das die Dülmer Rose ist. Aber dieser ist deutlich süßer. Das ist auch kein Klarapfel. Nein, der schmeckt viel besser als der Dülmer Rose. Also wirklich lecker. Was macht ihr mit den ganzen Äpfeln? Wieder eine Entdeckung, die vielleicht schon bald im Laden liegt. So, dann lass uns mal Korn. Muss liegen noch ein Laden. Ja. Oh, ich habe auch noch gegen Fjord. Bei Metzger Laschke in Heeg der nächste Halt. Ist eine schöne würzige Wurst, kannst du aufs Grünkohl drauflegen oder auch kalt essen. Super zu einem Sauerteigbrot. Mhm. Jetzt gerade in der kalten Winterzeit, richtig lecker. Wow. Also riecht mehr so wie so eine ganz würzige, grobe Leberwurst. Ist also so super als Leberwurst oder wer es kennt, kann die auch braten. Ich zeig dir jetzt noch mal einen schönen Speck hier. Und der wird Richard Hölscher gleich einen italienischen Moment bescheren. Halt mal fest, ja. Wenn man mal ausprobiert. Jo, der riecht wirklich ganz anders. Ja, kannst du so schön aufs Butterbrot legen. Ja, da ist mit so Pancetta und so, das geht auch wohl, ne? Das ist halt eine Pancetta auf Münsterländisch, das ist doch abgefahren, oder? Ja. Ja. Und da müssen wir das mal ausprobieren, müssen wir im Laden halt mal aufschneiden, den Leuten das mal zum Probieren gehen und dann müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und da kriegen wir das Feedback. Genau. Dann wissen wir, der Kunde ist der beste Tester. Genau. So, sind schon mal ein paar Gläser. Ja, das ist auch interessant. Das nächste Woche noch. Dankeschön. Okay. Bitte. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, bis dann. Ciao. Eugenie Hölscher hält im Laden die Stellung. Früher gab es hier zwei Weine zur Auswahl, heute 300. An das alte Geschäft erinnert eigentlich nur noch die Obst- und Gemüseecke.
Frau Hölscher, was halten Sie denn davon, was Ihr Sohn hier so aus dem Laden gemacht hat? Es hat's richtig gemacht. Also diese kleinen Läden, das wird heute nicht mehr so funktionieren. Das ist eben so. Diese ganze Umstellung von diesem sogenannten Tante-Emma-Laden, der ja alles hatte, ne? Wir hatten ja alles hier, zu diesen speziellen Gerichten und Produkten, die wir jetzt verkaufen, das war für Mutter auch kein leichter Gang. Ne? Und weil früher kamen natürlich die Leute, die haben noch alles hier gekauft und jetzt werden natürlich nur bestimmte Produkte bei uns gekauft. Und ich denke mir, wenn wir das nicht gemacht und nicht mit der Zeit gegangen wären, dann würde es diesen Laden nicht mehr geben. Das muss man ganz klar so sagen. Und da mich meine Eltern immer unterstützen. Stammkundin Ulla Homfeld aus Billerbeck hat Richard Hölscher auf einem seiner Wein- und Genussabende kennengelernt. Und seitdem hat sie ein absolutes Lieblingsrezept. Den Speck, das darf ich ja gar nicht sagen. Den Lardo. Also Lardo auf Baguettebrot und dann ganz kurz in den Backofen. Und das, ob Sie es glauben oder nicht, zum Gläschen Prosecco. Das mache ich seitdem häufiger. Und die Gäste, die das dann bei mir kriegen, sind begeistert von diesem Rezept. Apropos Gäste. Heute Abend hat der Feinkosthändler noch einen kulinarischen Termin und ist jetzt ein bisschen eilig. Bei Rita Wehr im 40 Kilometer entfernten Südlohn sind Freunde eingeladen zu einer besonderen Weinprobe. Wissen Sie eigentlich, was Sie heute hier erwartet an kulinarischen Genüssen? Nee, da vertrauen wir Herrn Hölscher. Wir kennen ihn ja gut und sind uns sicher, dass er uns gut verköstigt heute Abend. Darum habe ich ihn ja auch Anfang des Jahres angesprochen, ob wir das nicht hier vor Ort mal machen können. Er ist schwer zu kriegen. Also im März haben wir locker drüber gesprochen. Hat er gesagt, ja, Frau Wehr, zwei Termine habe ich dieses Jahr noch. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir uns jetzt mal beeilen, dass wir auch mal einen Termin zusammenkriegen. Und für diesen Termin hat Richard Hölscher sich einiges einfallen lassen. Der Abend beginnt mit einem spanischen Rosé. Also für einen schönen lauen Sommerabend geniales Getränk. Auch so als Essensbegleiter sehr schön. Liebt scharfes Essen und viel Essen mit Knoblauch. Das ist also ein Trüffelsalami aus dem Piemont. Hier auf der Seite, das ist ein Stilfzer Belchkäse. Außenrum habe ich ein paar Mal Schinken gedacht. Ich denke, wir haben europäische Vielfalt, kann ich so ein bisschen mischen. Wirklich zu jeder Delikatesse kann Hölscher heute eine Geschichte erzählen. Doch er will nicht nur, dass es den Gästen schmeckt, er will auch ihre Sinne schärfen. Wenn du den Wein erstmal, das Ganze wichtig, den Wein mal durchs Glas gleiten lassen, mal eine kräftige Nase nimmt, ne, dann sendet ja die Nase Signale zum Gehirn. Anschließend nimmst du den Wein, lässt ihn auf die Zunge laufen und ziehst ihn durch den Gaumen, sodass er deutlich langsamer hinten runterläuft. Hat folgenden Vorteil, sie schmecken die Weine wesentlich intensiver. Sie können Weine viel besser zerlegen, auch so Aromspektren entdecken. Aromenspektren. Was man beim Wein so alles herausschmecken kann. Pflaume, Mandel, Kirsche, ganz neue Welten. Ich glaube, wir genießen das hier. Ja. Ja, also war eine ganz enorme Überraschung. Ich habe ja die Kisten gesehen, die Herr Hölscher mitgebracht hat. Und dann auf einmal stehen auf dem Tisch diese unglaubliche Vielfalt an Delikatessen. Ja, also hätte ich meinen Gästen so von alleine nicht bieten können. Ist das denn jetzt Arbeit oder Vergnügen? Ja, gucken sich die Leute doch mal an. Das ist ja jetzt nur Freude pur. Die machen so toll mit und irgendwie alle finden das spannend jetzt, was wir hier machen. Ja, was will ich denn mehr? Ja. So wie ich sehe, darf ich ihn ja schon fast den nächsten Rotwein eingießen. Jetzt sind wir beim 4.